So, hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Folge 1. Die letzte Folge. Ja, da waren wir ja, ich sag mal jetzt, der untere, mittlere Durchschnitt. diesmal werden wir, wenn ja durchschnittlich oder überdurchschnittlich natürlich, anstreben und mal gucken, ob wir vielleicht Erster werden. Ich muss zugeben, ich habe gerade eben schon eine Folge aufgenommen. Und ja, was soll ich sagen? Bei Fall Guys ist es so, dass in dem Hauptmenü man mit STRG sozusagen auch die Runde startet, beziehungsweise die Show-Auswahl hat, also was man spielen möchte. Ja. Dann habe ich nochmal STRG gedrückt, weil ich da ja wieder raus wollte. Und somit habe ich für mich ganz alleine gesprochen und habe sozusagen auch nichts aufgenommen. Nun, wie soll ich sagen? Ja. Die Aufnahme ist für den Arsch, weil da wurden, glaube ich, 8 Sekunden aufgenommen oder so. Und ich habe so schön 25 Minuten aufnehmen wollen. Ja. Hat auf jeden Fall super funktioniert. Nicht? Haha, ich bin Zweiter. Weg da. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Ja. Wir sind sogar Erster geworden, weil er uns unbedingt festhalten wollte. Oh, was macht er denn? Hä? Wie hat er denn das gemacht? Wow. Der wäre doch eigentlich runtergefallen. Habt ihr es gesehen? Der Chicken Dance. Chicky, chicky. Komm mit. Richtig gut. Vielleicht sieht die Animation noch manchmal nur so komisch aus. Was macht er denn jetzt? Okay. Ja, schieb ihn rein da. Ah, schön, ey. Erster Platz. Yeah. Noch meine Goldmedaille gewonnen. So kann es weitergehen. Ich sag doch, jetzt sind wir überdurchschnittlich. Oh Gott, ey. Wir haben den ersten Platz gemacht. Ich bin so glücklich. Den ersten Platz, den hat man lange nicht mehr. Muss ich zugeben. Ich hoffe, jetzt kommt kein Scheißspiel. Bitte nicht. Bitte nichts mit Rollen oder so. Oh ja, das geht eigentlich auch noch. Das ist so wie Memory, also ähnlich. Und man muss sich dann merken, da kommen verschiedene Früchte und man muss sich dann halt merken, wo das Paar war, sozusagen. Deswegen überlegen, ne? Auch dieses Bildschirm erscheint dann das, wo wir hingehen müssen. Also merken wir uns das mal. So. Oi, und. Also Orange, Kirsche. Ist noch was? Nee, nur Orange und Kirsche. Okay. Moment. Tschüss, macht's gut. Lass mich in Ruhe. Also Traube, Apfel. Apfeltraube, Banane. Apfeltraube, Banane. Orange. Apfeltraube, Banane, Orange. Ist das. Ich gehe zur Masse. Jetzt war ich. Ey, nicht schubsen. Ach Gott. Apfel, Orange, Traube. Das und das. Apfel, Orange, Traube, Banane.
Apfel, Orange, Traube, Banane. Apfel, Apfel, Orange, Traube, Banane. Die wird nicht geschoben. Nein. Okay. Okay, wir haben es geschafft. Beim einen war ich mir nicht sicher, da bin ich einfach zum Wasser gesprungen. Das hat auch ziemlich schlecht für uns ausgehen können, wenn wir mal ehrlich sind. Boah. Es sind jetzt aber viele rausgeflogen. Wow. Okay, auch nehme ich ein Schlückchen. Schön mit Eiswürfel. Oh oh. Oh, nee doch. Nee doch, doch, das schaffen wir. Das schaffen wir. Wenn wir nicht wieder so rumgewuselt werden, dann kriegen wir das bestimmt. Wir dürfen jetzt nur nicht zu selbstsicher werden. Andernfalls könnte das alles sehr nach hinten losgehen. Los! Steh auf! Hä? Was war denn das jetzt? Nö! Nochmal von vorne. Scheiße! Ich dachte, ich probiere es mal, wenn ich ein bisschen langsamer laufe oder so. Ja. Das war ja mal nix. So gut wie gar nix. Scheiße. Seht ihr das? Ich meine hier. Dann kommen wir nämlich hier rein. Und dann können wir hier was auswählen. Und. Ja, das hat mir dann die Aufnahme gekostet. Was ich aber nicht verstehe, weil ich habe eigentlich eine Tastenkombination für die Aufnahme. Deswegen bin ich mal gespannt, ob die Aufnahme jetzt hier was wird. Ich habe halt leider nur einen Monitor. Kann mal schnell gucken. Wartet mal. Ja, bisher sieht's eigentlich recht gut aus, glaube ich. Ja. Ich muss mir halt mal einen zweiten Monitor anschaffen. Mal gucken, ob ich irgendwo einen günstigen bekomme oder ob ich meinen ganz alten Monitor, den kleinen, von unten hochhole. Nur leider kann ich mir den nicht an die Wand, also ich kann den nicht an die Wand anbringen, weil sonst würde ich den oben drüber halt machen. Da muss ich mal gucken, ob ich irgendwie eine günstige Alternative finde, sag ich jetzt mal, die man auch an die Wand hängen kann. Weg da aus dem Weg! Piu! Nein, 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 nein! Ja. So und nicht anders. So und nicht anders! Leute, was treibt ihr da? Oh. Ich hatte den anderen noch mit. Was ist das denn? Euer Ernst? Die springen alle in den Tod. Guck mal. Wundervoll. Das ist nicht gut, ne? Dass wir hier warten müssen. Scheiße. Jetzt. Leute. Alter, was die treiben, ne? Guck dir das mal an. Okay. Aber da sind halt viele vor uns, ne? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch schaffen. Dadurch, dass die Wippe wirklich so behindert gemacht haben. Da schon wieder. Guck dir mal die lilane Wippe an, bitte. Ey. Die fallen da alle runter. K
Könnten wir es schaffen, mittig zu bleiben, Leute? Was hat zwischendurch? Was die mit der lilanen Wippe da machen, ist totaler Bullshit. Ich gehe jetzt ein Buddy. Und ich erschrecken, das ist mein Hund. Ich habe einen Labrador. Okay. Okay, wir schaffen es noch. Sehr gut. Draußen sind nämlich ein paar andere Hunde. Und dann ist der Buddy mal ganz interessiert, ne? Buddy. Hier. Hm? Kleiner Heuer, du. Immer was zu meckern, ne? Immer was zu meckern, der Herr Buddy. Ja, der ist jetzt 7,5 Jahre alt, ne? Ja. Und immer noch so aufgeweckt, als wäre er gerade mal ein Jahr. Ja. Und er hat Unmengen an Spielzeug, sag ich euch. Unmengen. Das ist schon nicht mehr normal. So, okay, also zumindest immer weiter. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht mehr vermutet, tatsächlich. Ich gedacht, wir fallen einfach raus, weil die Wippe, die war ja permanent in einer senkrechten. Oder waagerechten? Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Nee, senkrecht. Waagerecht ist wie eine Waage, genau. Oh nein, Leute. Drückt mir die Daumen. Scheiße. Ja, das Level habe ich noch nie geschafft. Okay, es heißt ja nur überleben. Die 16 Leute, die ausscheiden. Da sind wir bestimmt auch leider bei. Pass mal auf. Ich sehe schon kommen. Hab dich, Kollege. Mann, lass mich durch. Ja. Oh, wir haben überlebt. Das ist ja der Wahnsinn. Der ultraheftige Shit. Also müssen wir vielleicht nur auf einer Rolle bleiben und nicht immer wechseln. Aber es war knapp mit dem Einsprung. Ich hab uns schon runterfliegen. Oh Gott. Guck mal, da ist einer. Guck mal, der sieht aus wie ein Donut. Oh, jetzt habe ich Bock auf Donuts. Hot Dogs meine ich. Donuts, wie komme ich auf Donuts? Überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Meint er, wir schaffen Silber? Ich würde schon gern Silber schaffen. Für die Punkte. Huch. Hey. Aggressiv, ja. Okay. Wir strengen uns an. Der eine hat einen halben Fisch auf dem Kopf. Habt ihr das gesehen? Nicht schubsen. Oh. Sag ja. Wer schubst, verliert. So, Leute, wo lang? Links, ja? Immer geradeaus. Immer geradeaus. Los, Leute. Wir gehen wieder ganz rechts. Da erwischt uns nämlich nichts. Aua. Oh. Oh. Ja, wir sind zwei da. Hab gerade ein Eiswürfelstück im Mund. Moment, Leute. Hey, wir haben Silber geschafft. Fast wären wir sogar Erster geworden. Der sieht auch cool aus hier mit dem Hut. Ich weiß gar nicht, wo man so einen Hut herbekommt. Bestimmt im Shop, ne? Okay, die VIP-Kanone.
Naja, da kommen so Geschosse rausgeflogen. Und wir müssen dem ausweichen, ansonsten landen wir unten und das ist nicht gut, damit sind wir da nämlich ausgeschieden. Und ich will noch nicht ausscheiden. Ich will ins Finale. Wir stehen ganz vorne, das ist auch nicht gut. Geh doch weg, ey. Oh mein Gott. Der eine Stern hat es nicht mal bis auf die Wippe geschafft. Der auch nicht. Nee, 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 nee. Boah. Meine Güte. Fast runtergefallen. Nicht gut. Der mit dem Hut ist immer noch dabei, der Lilia, ne? Und der mit dem Hotdog auch noch. Oh, ich habe jetzt wirklich Bock auf Hotdog, ne? Am liebsten den von Ikea, ey. Och, den mag ich, ne? Aber bei mir in der Nähe gibt es kein Ikea. Da muss ich erstmal eine Stunde fahren. Also das, ja. Und das nur für einen Hotdog? Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Oh nein, nicht das. Da gibt es immer so einen Idioten, die rennen immer sofort los. Ja, ist das denn Ihren Ernst? Ey, wir springen aber auch. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nein. Oh Gott, Leute. Ja, komm, wir laufen auch. Scheiß drauf. Ganz ehrlich. Was die können, können wir auch. Also Kurvenlage auch wie ein Panzer, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird ganz schlimm, Leute. Mal da unten ist alles weg, du blöder Hippie, du. Bleib auf deiner Seite. Nein, da hab ich. Das ist nicht deren Ernst. Das ist nicht deren Ernst. Lauf doch. Einer muss nur noch ausscheiden. Nicht mehr, nicht mehr. Komm schon. Oh. Wie Sieger. Die haben gerade gewonnen? So komplett gewonnen? Ja, wie cool ist das denn, Leute? Wir haben gewonnen. Wir haben eine Krone gewonnen. Ja, wir haben ein Finale. Wir haben eine Krone, Leute. Ja. Yeah. Juhu. Ausrüsten. Guck mal, wir haben eine Krone. Mit dem Helm. Das sieht ja aus. Ach, schön. Ja, das ist natürlich echt geil. Ein schönes Ende für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und hätte gesagt, bis zum nächsten Mal. Eure Isa.